Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in OBS solche Übergänge für euren Stream machen könnt. Diese Übergänge könnt ihr dann in OBS einbinden, also könnt ihr irgendeine Videodatei einbinden. Und da könnt ihr alles einbinden, wie schon gesagt. Zum Beispiel ein Intro oder sowas. Ich habe das mal nach einem Template gesucht, extra für sowas. Und bin auch fündig geworden. Das ladet ihr euch einfach hier auf Mediafire herunter, Link ist natürlich in der Beschreibung. Und dann, wenn ihr euch das runtergeladen habt, bekommt ihr diesen Ordner hier, Download. In diesem Ordner haben wir mehrere After Effects Projektdateien. Wir benötigen nämlich After Effects, um dieses Template zu editieren. Wir haben hier mehrere After Effects Dateien, CC, CC12, CC13, CS6. Das sind verschiedene After Effects Versionen. Ich habe jetzt After Effects CC. Ich denke, wenn ihr es einfach so installiert habt, ohne was zu beachten, dann werdet ihr auch in den meisten Fällen eigentlich CC haben. Ich öffne das einfach mal mit einem Doppelklick. Bei mir startet sich das jetzt hier auf dem rechten Monitor. Ich habe das hier mal kurz umgeschalten. Und jetzt sehen wir hier das eigentliche Template. Ich kann das jetzt schon mal hier kurz abspielen. Okay. Und jetzt wollen wir erstmal den Text und unser Logo hier ändern. Dazu gehen wir auf Change Logo hier. Und wir klicken halt einfach doppelt drauf. Und dann haben wir einmal dieses Logo, das lösche ich hier, und dann ziehen wir einfach unser Logo rein. Ich habe das jetzt mal hier auf dem Desktop, so, ich ziehe es hier einfach rein, so, da unten rein, und jetzt ist es da. Meine schicke Kaffeetasse, so, und dann haben wir noch unseren Text. Bei dem Text, da benötigt ihr eine bestimmte Schriftart, sonst kommt so ein Fenster am Anfang, und wenn ihr die nicht installiert, geht zwar auch, dann kommt dann einfach die Standardschriftart von After Effects. Ihr installiert diese Schriftart. Die ist natürlich in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Ihr könnt auch natürlich andere Schriftarten hier benutzen. Ihr markiert einfach alles und dann geht ihr hier bei Blocktastic drauf und dann könnt ihr hier eine andere Schriftart auch benutzen. Ich belasse jetzt einfach mal hier diese Standardschriftart und schreibe hier meinen Namen hin. Jetzt habe ich hier meinen Namen hingeschrieben. Wenn ihr einen langen Namen habt, so wie ich, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man den nicht irgendwie abkürzen kann, aber total hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an. Ja, dann gehe ich jetzt wieder hier auf Comp 1 und wir sehen hier schon, dass sich hier was geändert hat. Man sieht aber auch nur die Umrisse von dem Logo. Jetzt können wir noch die Farben ändern, zum Beispiel den Hintergrund oder dieses Grün. Grün passt jetzt schon in meinem Fall eigentlich nicht zum Kanal. Hier gehen wir einfach Change Color, klickt auch doppelt drauf und dann haben wir hier einmal einmal grün, das markieren wir an. Einfach draufklicken einmal. Da haben wir oben Effekteinstellungen. Bei mir war das jetzt weg. Also bei mir ist halt einfach nicht da das Fenster, wenn es bei euch auch der Fall ist. Dann geht ihr auf Fenster und klickt hier unten Effekteinstellungen ein. Und dann sollte das Fenster kommen. So, ihr wählt es aus, wenn ihr es habt. Und so, und jetzt können wir hier einfach eine Farbe uns auswählen, die wir wollen. Ich nehme jetzt einfach mal rot, dass man hier auch sieht, dass sich was ändert. Vielleicht nicht so schnell ist. Okay. Und jetzt sehen wir hier auch schon, dass sich das hier geändert hat, dieses diese Balken hier, dieser Text hier, den ändert man nämlich woanders. So, wir können hier auch mit Quay könnten wir die Ding ändern, diesen Balken hier, also wie es hier aussieht. Wir müssen jetzt einfach beides dann aufs Gleiche ändern, also beide Ebenen hier. Ich werde jetzt hier mal zum Beispiel keine Ahnung, hier ein dunkleres aus. Dann kopiere ich mir das hier. Okay. Und dann markiere ich das hier auf dem unteren auch noch. Weil sonst sieht es hier nachher anders aus. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier noch das. Und kopiere es auch noch rein. Dann haben wir hier die Tupfen gleich in Farbe. Das sieht schöner aus. Und jetzt wollen wir hier noch den Namen und das Logo, diesen Glow hier ändern. Da gehen wir einfach hier auf Glow Color. Und dann klicke ich oben auf den Pfeil. So, dann öffnet sich. Also ich habe das doppelt drauf gedrückt, dann öffnet sich dieses Fenster wieder. Und dann können hier jetzt wieder eine Farbe auswählen. Klicken auf OK. Und jetzt ändert sich das. So, jetzt gehe ich mal auf Comp 1 wieder. Und jetzt kann ich es ganz normal abspielen. Das ist eigentlich schon fertig. So, jetzt haben wir es geändert. Die Farbe, unseren Namen und das Logo. Um es zu rendern, gehen wir einfach auf Komposition. Und dann an die Renderliste anfügen. So, ich habe jetzt hier schon was. Das entfernen wir einfach. Insofern das da ist. Verlustfrei. Also klicken auf den Text. Und gehen dann hier bei RGB. RGB plus Alpha Kanal. Okay. Und dann wählen wir hier noch aus, wohin es das speichern soll. Ich mache es einfach mal auf dem Desktop. Fertig. So. Speichern. Und rendern.
So, es rendert es. Das geht eigentlich recht flott. So, bei mir ist es jetzt fertig gerendert. Ihr habt auch einen Ton gehört und die Leiste ist vollgelaufen. Dann können wir es schließen, müssen eigentlich auch nicht speichern. Und jetzt haben wir hier die Videodatei, die eigentliche. Ja, ich öffne die jetzt mal. Das ist jetzt unser Übergang. Ihr seht hier dieses Schwarze, das ist Transparenz. Aber weil der Hintergrund von diesem Player schwarz ist, sehen wir hier auch schwarz. Das sehen wir nachher nicht. So, wir gehen jetzt in OBS. Wobei, hier, ich hab's ja hier. Und gehen hier bei Szenenübergänge auf Plus. Und jetzt gehen wir hier auf das hier. Können dir da einen Namen eingeben. Ich nenne es einfach mal Übergang und klicken auf OK. So, wählen eine Videodatei aus. In meinem Fall die vom Desktop hier fertig. Und dann nehme ich OK. So. So, und wenn ich jetzt hier von meiner Desktop-Szene auf die Test-Szene wechsle, wo einfach noch ein Bild ist, dann sehen wir gleich den Übergang. Und wir sehen hier den Übergang, Tutorial-Bug. Das geht wieder. Und wir haben auch gesehen, wenn ich jetzt wieder zurückwechsle, hier dieser Text und so, das wird einfach transportiert. Das Bild hinten dran. Das kommt jetzt immer, wenn wir die Szene wechseln. Und so haben wir in unserem Stream einen Übergang. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch immer über ein Like und ein Abo. Ne, ich sage, ciao Leute. Haut rein.